Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Transport Fever im Schönbau. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sehen hier schon einige Züge über den neuen großen Industriebahnhof rollen. Auch eine S-Bahn ist mittlerweile am Start da drüben. Tuckert in der Ferne ein Güterzug, ein kleiner mit Stahl, also besser gesagt, der will Stahl abholen. Und da kommt einer, der auch Stahl rein theoretisch bringen sollte, sofern die Kette mal geschlossen wird. Die dauert aber noch ein bisschen. Und ich würde sagen, wir machen ein Intro und dann geht's los. So. Wie gesagt, hier ist mal wieder ein bisschen was entstanden. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gezimmert. Wie gesagt, hier fahren schon ein paar LKWs. Die haben aber eine dicke Ecke drin. Aber gut, die können wir nicht verhindern. Vor allem nicht, wenn hier die Straße lang geht. Die unsichtbare Straße. Und die finde ich halt ziemlich nice, wenn der hier so am Gleisbett lang fährt. Die Häuser haben sich hier so ganz schön rumgewurstelt. Das ist aber auch so ein bisschen gewollt, dass das hier so vereinzelt geht. Die bauen hier immer mehr, immer mehr. Hier haben wir einen Bahnhof. Ich habe die Straße hier mal so umgezogen. Hier habe ich noch ein kleines Industrieeckchen gebaut. Hinter dem hier so eine kleine Kurven. Die finde ich auch sehr schön geworden, muss ich ja zugeben. Genauso halt hier dieses kleine Gebiet. Eigentlich wollte ich hier einen LKW reinsetzen. Die haben sich von allein hierher gebaut. Kann das sein? Was ist das denn? Okay, muss ich hier mal ran. Die hier nochmal wegruppen. Der steht hier natürlich jetzt auch mitten im Weg. Okay, passiert. Also sie bauen sich hier so ihren Weg, wie sie wollen. Ich hoffe, hier kommt auch noch ein bisschen was hin. Ah, hier, guck mal, hier ist schon einer, der sich hier auch hingepflanzt hat. Dann habe ich hier, wie gesagt, die S-Bahn-Strecke und auch die ICE-Strecke, wie ihr seht. Die habe ich mal hier angebunden. Der fährt hier hoch in den Tunnel rein. Hier kann man dann geradeaus quasi weiter, aber der fährt hier die Kurve und an dem ganzen Gelände zurück, hier runter und kommt dann hier raus, um da auf die Strecke wieder zu fahren. Irgendwie so in dem Dreh war das. Genau, kommt von hier oben ja schon mal Strecke lang gezogen, hier so die Kurve, so damit das alles mal läuft. So, wir wollen jetzt aber, wie gesagt, hier auch mal ein kleines Gebiet, also hier den Güterverkehr richtig loslegen lassen. Dazu brauchen wir jetzt ein paar größere Züge, die halt Werkzeuge, Waren etc. hier rüber transportieren. In die anfängliche Hauptstadt, also besser gesagt, ist ja noch die Hauptstadt. Ah, jetzt ist er wahrscheinlich gerade am Speichern. Ich habe auch mal ein Add-on ausgeschaltet. Und zwar dieses Grafik-Add-on, dass es ein bisschen wieder standardmäßig ist. Es läuft eigentlich dadurch ein Ticken flüssiger. Da fährt auch noch ein schöner ICE lang. Auf der kleinen Hauptnebenstrecke hier. Finde ich ziemlich cool eigentlich. Okay. Ja, wir wollen eine Strecke machen mit Werkzeugen etc., die halt von hier nach da drüben gehen. Deswegen gibt es hier mal eine neue Strecke. Die färben wir uns mal, dass wir die auch sehen. Rot. Güterzug Werkzeug. So, ups, da habe ich ein großes I drin. Du fährst mal nach da. Kannst dich auch ruhig vollbeladen. Nach hier. Das sieht doch relativ human aus, wenn der so fährt. Aber wir können dem das mal festmachen. Das heißt, ich muss den hier auf jeden Fall noch Gleise, glaube ich, setzen. Ne? Also so. Das heißt, vor Düsseldorf. Ups, das war jetzt doof. Vor Düsseldorf fährst du dahin und nach Düsseldorf ruhig auf das äußerste Gleis.
Habe ich da noch keine Signale drauf? Ne, eigentlich ist ja hier ganz human. Also. Von hier aus kommt er ja da nicht rüber, ne? Deswegen starten wir den ruhig mal hier. Na, guck mal, hier müssen wir dem auch noch ein bisschen was zuweisen. Dass das alles seine Richtigkeit hat. Soll er hier runter oder hier oben lang? Ich meine, ich habe ja hier so einen schönen Wartebereich. Aber hier ja auch. Ich glaube, da ist das hier ganz angebracht. Aber ich habe hier noch keine Signale drauf. Aber doch. Das heißt, nach dem geht es zu dem. Wir machen das mal fest. Rausfahren könnte er rein theoretisch auch hier. Aber lass mal dem mal die Ausfahrstrecke geben. Das heißt, vor dem. Müssen wir hier nur noch ein Signal hinsetzen. Okay. Warum aber nicht? Das ist ja verbunden. Nach Bad Neuendorf, Kack. Also, perfekt. Dass ich hier dem quasi mal die Chance gebe, sich hier zu sammeln. Das ist okay. Weil hier nur die Kurve möglich war, fährt er halt da lang wieder raus. Und hier haben wir den großen Wartebereich. Gut. Dann machen wir gleich noch einen zweiten. Alles ist hier am Klingeln und Vibrieren. Eben die Haustür, jetzt das Handy. So, damit wir hier einen Unterschied sehen. Von da nach da. Warum hängt er denn jetzt gerade so? Ich kann es euch gar nicht sagen. Machen wir hier Päuschen. Nach da. Nach da. Also hier voll. Hier komplett entladen. Könnte jetzt damit zusammenhängen, dass ich die halt gerade rausgekickt habe, die Grafikmod, und rausfahren tust du aber hier lang. Dann geht's hier lang zurück. Sehr schön. Hier führen die wieder zusammen. Ist ja richtig, der Wartebereich. Ja, und hier, die können wir auch so weit festmachen. Sehr gut. Güterzug. Maschinen.
Okay, die können ja auch, wie gesagt, etwas länger sein. Und da holen wir uns hier mal eine schöne. Was haben wir denn hier? Wird leicht mittelschweren Güterverkehr. Wir haben aber schweren Güterverkehr, wenn wir ehrlich sind. Den gleichen Platz wie Transporten bei elektrischen Versionen. International sind wir uns auch als Europa-Lok bekannt. Ja, hier gibt es halt verschiedene. Alle leicht und mittelschwer. Werden wir doch mal hier auf die umschwenken, ne? Revo-Logistik. So. Ne, ne, ne. Erstmal brauchen wir Waren. Über Waren. Hier fehlen mir aber auch noch ein paar Hänger. Nur mal so. Werkzeug, Kunststoff, den habe ich hier. Die könnte ich halt nutzen. Ich hoffe nur, das Spiel schmiert mir jetzt dadurch nicht ab. Nutzen wir dich mal für Maschinen. Ah, perfekt. Packen wir dich ruhig mal auf eine 160, 206er Länge. Okay. Duplizieren. Da! Was für elektrisch. Und immer wenn ich aufnehme, kommt eine Fliege. Okay, müssen wir erstmal schauen. Elektrisch, elektrisch. Hier. Ah, der muss ja da nicht durch, oder? Nur wegen dem kleinen Abschnitt. Ich muss ja doch da dran vorbeifahren. So, Güterzug. Werkzeug. Ja, der fährt da über. Der fährt doch hier rüber. Verstehe ich nicht. Da findet er hier nicht die richtige Auffahrt. Rein theoretisch ja schon. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden, wegen elektrisch. Oder ist der hier drin nicht elektrisch? Ah, ich habe den Fehler gefunden. Okay. So, manchmal sind es nur die Kleinigkeiten. Läuft doch. War ich denn jetzt drauf geschickt? Genau, Maschinen zu Maschinen. So, die werden sich ja mit der Zeit einpendeln. Kaufen. Und jetzt nehmen wir hier einen anderen. Denn kann ja ruhig mal den hier nehmen für Werkzeug. Okay, dann begibt ihr euch mal langsam aber sicher auf die Strecke. Das dauert dann ein bisschen. Gucken wir uns den erstmal an. Auch geil, wenn die hier so langsam rausfahren.
in diesem riesigen Gebäude. Guck mal, hier ist ein schöner Zug. Sogar mit einer Person drin, der ist leer. Und hier haben wir dann die Kammern. Serial. Guck mal, die ganzen Infos, die draufstehen. Also, die haben sich da echt Mühe gegeben. Guck mal raus hier. Ach, da muss ich jetzt hier erstmal einpendeln. Ach, da haben wir neue Lokomotiven. Gott, und zwar nicht weniger. Gucken, haben die auch eine Animation? Ja, tatsächlich. Die gehen auf. Du bist schon mit angeschlossen, ne? Ja, perfekt. Dann dreh dir mal direkt hier um, mach dich mal auf die Strecke. Jetzt müssen wir die erstmal losschicken alle. Ah, der muss da lang. Komm, tu mir das nicht an. Okay, müssen wir kurz mal umdisponieren, dass wir die hier auf die Zugstrecke kriegen. Und zwar können wir das so machen. 2, 2, 2, 2, 2, 2. So. Kann der nämlich einen Tag da abhauen? Näher rein, theoretisch schon die nächsten kommen. Guck mal, hier sehen auch schön aus. Die Cargo-Züge. Auch wieder mit diesen Kammern. Da kommt der andere schon wieder rübergezuckert. So, komm. Naja, muss kurz warten, bis der ICE vorbei ist. Dann können die nämlich hier warten. Guck mal, das hier erstmal wieder ab. Den Schandfleck hier. Der macht sich jetzt schon auf den Weg und fährt jetzt rein theoretisch hier runter. Wir können mal mitfahren. So, hier vorbei. Am Stellwerk, da werde ich später auch mal. Wenn alles drauf ist, werde ich hier auch noch Züge reinstellen. Da fährt ja der ICE runter hier, das kleine Gebiet mit den Bäumchen. Wir umgehen jetzt quasi hier dieses ganze Einfahrgebiet. Sieht so aus, als ob wir kleine Dellen haben, aber es geht noch.
So, jetzt beschleunigen wir die ganze Sache mal ein bisschen. Ja, da war noch ein Fehler. Ich habe hier noch keine Signale auf der Strecke, aber er fährt schon los. Sollte man gegebenenfalls zwischendurch mal machen. Okay. Da kommt uns der andere entgegen. Naja, auch noch so ein Abstandsschienending drin. Können wir auch noch mal wegreißen. Jetzt begeben wir uns langsam aber sicher auf die Fahrt Richtung Hauptstadt und Umschlagbahnhof. Hier das Gleis ein, hier schön abgedichtet durch die Bäume. Hier haben wir das geschwindigkeitsreduzierende Gleis. Hier ist ein Auto, ist auch ganz nett, hier unter der Brücke. Eine gute Frage, nächste Frage, warum fährt er nicht weiter vor? Ja, weil hier noch die Dings fehlen hat. Ja. So. Da haben wir auch den anderen Werkzeugzug. Die Leute laufen hier so schön am Bahngleis lang. Auch geil. Ja, es hätte der kürzere Weg. Ah, die warten fleißig. Gut so, Jungs und Mädels, da ist gefährlich. Hier dieses ganz kleine Abstellwerk für die Züge. Jetzt hier lustigerweise auf nur ein Fahr- und Ausfahrgleis. Das wird hier ordentlich Stau geben. Dann an dem Werk hier vorbei. Und rüber in den Bahnhof. Ah, sehr schön, sehr schön. Gute Fahrt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Genau, die bringen hier Getreide hin. Da kommt dann später auch nochmal eine gute Abfahrt hin. Aber auch erstmal nur Getreide. Siehst du, die müssen wir halt auch in die Stadt bringen. Der ist der blaue, das ist der. Damit da auch Sachen mit transportiert werden. Ich weiß, ist eigentlich gar nicht so das effektiv, das Schönbau per se, aber ich finde, es gehört einfach ein bisschen dazu. Wo haben wir denn hier was? Dass hier auch funktionierende Handelsketten drin sind. So. Da. Voll. LKW-Maschinen. Leer. LKW. Werkzeug. So. Und da. Wo ich den hingepflanzt? Ja, hier rein eigentlich, ne? Na, da. Okay. Und wo fahrt ihr raus? Eigentlich ist hier das Werk.
ich mache mal kurz einen Speicher, nicht, dass er mir jetzt abschmiert. Weil hier habe ich auch noch irgendeins drin, was nicht funktioniert, warum auch immer. Und zwar hier, die hier. Getreide. Bitte, bitte funktionieren. Jawohl. Maschinen. Ups. Und DHL macht Werkzeuge. So, läuft. Dann haben wir das schon mal fertig. Natürlich sind wir noch nicht ganz durch. Ich habe ja hier, wie gesagt, schon mal angefangen, weil ich will hier eigentlich, also der ICE brettert hier so durch, wie ihr seht. Hier muss man halt noch auf jeden Fall ran. Hier muss auch noch eine Strecke hoch. Ich will auch noch eine Holzfarm bauen, weil die Zeit ist schon wieder um, nur für diesen Verkehr, ne? Holzfarm hier, also hier sind noch einige Strecken zu machen. Aber hier diese groß angelegten Gebiete, die laufen ziemlich gut, wie ich finde. Ich hoffe nur hier, dass sich das hier echt nicht alles zumüllt. Sondern dass das hier so bleibt. Vor allen Dingen, weil wir hier die ganzen kleinen Sachen schon mal drin haben. Das Werk, das geht gut voran. Ja, und rein theoretisch müsste der jetzt sogar hier schon produzieren. Null und null. Aber eigentlich funktioniert. Achso, der eine braucht noch Holz, ist klar. Aber Werkzeug müsste ja schon starten. Produziert auch noch nicht, weil die. Wie keine Linienbenutzung. Klar. Haben wir die hier, die kommen, das baut sich noch auf, das dauert ein Weilchen, ist ja ganz normal. Der, guck mal, hier kommt der schön eingefahren, fahren wir mal mit, oder wir gucken uns das mal hier so in wo war denn die andere, ja, hier, der sich jetzt hier langsam aber sicher einschmuggelt. Ach nö, haben sich auch Häuser hingebaut an meine LKWs. Ah! Na, die bauen wir nochmal um. Sieht das nicht toll aus? Also ich finde es schön. Und der andere fährt da drüben gerade los. Ja, genau so ist es auch eigentlich gewollt, dass sie sich hier weit voraus schon beruhigen, gar nicht hier so an diesen Kanten, sondern lieber hier warten oder halt hier in dem Bereich. Nee, mir gefällt's. In der nächsten Folge will ich dann gerne, wie gesagt, hier so in dem Bereich einen Wald entstehen lassen, einen größeren, mit einem Sägewerk etc., der dann hier halt auch Waren hinbringt, oder besser gesagt, vielleicht auch hierher, dass die von hier aus darüber dann gehen, irgendwie so in dem Dreh, weil die ist noch rein prophylaktisch hier die Strecke, auch wohl die mir relativ gut gefällt, so wie sie ist, wie sie sich hier so lang schlängelt und dann hier in den Ort reinführt, bin ich noch unschlüssig, aber wir haben ja noch viel Zeit. Und wie gesagt, das Schienennetz wird nach und nach ausgebaut. Sieht halt auch schon echt interessant aus, wie ich finde. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Deswegen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, die Folge kommt ein paar Add-ons unten drunter. Also ruhig mal durchlesen.
Ich garantiere für nichts übrigens, was die Add-ons miteinander angeht. Ein, zwei bringen meinen Rechner auch noch zum Absturz. Ich weiß aber nicht genau mehr, welche das waren. Deswegen weiß ich halt nur in-game, was funktioniert, was nicht. Aber wenn man die nach und nach in Ruhe installiert, sollte es eigentlich keine Probleme geben, weil in meinem alten Let's Plays hat es auch funktioniert am Ende des Tages. So, danke, tschüss und adieu.